Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Outer Wilds. Heute geht es weiter, nachdem wir erstmal Marshmallow gegessen haben. Zur Stärkung werden wir uns heute, nachdem wir den bröckligen Krater, die Kraterlaterne und den Eindringling jetzt schon wirklich komplett abgehakt haben und natürlich auch hier Kamina und natürlich Holzkamin, ich verwechsel das immer, Holzkamin und hier der Abraumfels, werden wir uns heute auf den Weg zu den Zwillingen machen. Nämlich den Sandlohn-Zwillingen. Hier Glut-Zwilling und Zwillingsasche. Ich will immer den einen Sandlohn-Zwilling nennen, aber das sind beide. Die Sandlohn-Zwillinge, die sind beide. Ja, wir werden natürlich jetzt erstmal auf Glut-Zwilling weitermachen, weil da sind wir bereits gewesen. Müssen wir nur schauen, dass wir jetzt nicht genau mit dem anderen Planeten kollidieren. Das wäre schön. Du Scheißmond. Irgendwann werden wir da hinkommen. So, ich würde sagen, wir starten unsere Exploration bei der Schwerkraftkanone, wo wir bereits waren. Oh shit, oh shit. Oh shit. Oh shit, gut, dass der hier so ein Loch drin hat. Schiff reparieren, ja, ja, okay. Wobei, ich würde sagen, wir landen einfach mal hier, weil ich weiß nicht, ob wir hier schon alles explored haben. Da ist zum Beispiel auch irgendwas. So, jetzt dürfen wir nur nicht den Fehler machen, hier ohne Raumanzug rauszugehen, weil ich hin und wieder vergesse, den direkt von Anfang an zu equippen. So, da. Nämlich... Das hier haben wir, glaube ich, schon komplett. Also wir haben hier schon das Notsignal von Rettungskapsel 2 uns angeschaut. Ich weiß nur nicht mehr, ob wir hier alles gelesen haben und so. Haben wir das gelesen? Doch, hier habe ich auf jeden Fall wieder gesagt, dass das genau wie bei dem anderen ist. Also haben wir das auf jeden Fall gelesen. Ich höre beide Signale, die von irgendwo... Ja, doch, 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 das haben wir gelesen. Hier in diese Escape-Pods kommen wir ja nicht rein. So, ich glaube, nur hier haben wir nicht fertig gelesen, weil dann die Sonne explodiert ist, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, ne, unbewohnbar. Doch, doch, das hatten wir. Kollision steht unmittelbar vor. Doch. Genau das habe ich beim letzten Mal auch falsch rumgelesen. Ich erinnere mich. Weil ich von unten nach oben gelesen habe. Warum auch immer ich standardmäßig von unten nach oben lese. Unter der Oberfläche ist die Hitze der Sonne in diesem System schon erträglicher. Als unsere Rettungskapsel die Oberfläche des Planeten durchstieß, entdeckte unsere Scans ein Höhlensystem mit gekühlter Luft. Anona, ich würde empfehlen, dass wir uns hier unten einen Ort suchen, wo wir eine dauerhafte Zuflucht errichten. Diese Gänge sind allerdings wie ein Labyrinth. Selbst trotz dieser Gefahr bieten sie die besten Überlebenschancen für uns. Wir bilden Gruppen und dringen dann tiefer in die Höhlen vor, um einen Zufluchtsort zu finden. Wir können unsere Fortschritte an den Wänden markieren, um uns nicht zu verirren. Das wird sicher noch wichtig sein. Seid bitte alle vorsichtig. Passt auf den Sand auf, während ihr sucht. Es scheint nach und nach mehr zu werden. Wahrscheinlich, weil hier Zwillingsasche hier vollführt. Hier mehr Sand reingibt. Ist das? Notfallausstieg. Ach, das war hier dieser Notfallausstieg. Stimmt, den haben wir doch bei der anderen Rettungskapsel geöffnet und der ist ins schwarze Loch gefallen, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Am Ende dieser Passage haben wir eine gewaltige Höhle gefunden, die vielversprechend wirkt. Ich glaube, dort könnte man eine dauerhafte Zuflucht errichten. Die von Mellowray, okay, ja, okay. Wenn man es liest, nur so nebenbei wie hier Anona, man den Namen halt nur so beiläufig liest und nicht tatsächlich wirklich vollwertig, dann... denkt man natürlich nicht genau darüber nach, wie der ausgesprochen wird. Die von Mellowray gefundene Höhle ist eine gute Wahl für die Zuflucht. Kann einer von euch bitte die Richtung markieren, damit die anderen uns folgen können?
Das ist der Startpunkt des Weges zur Zuflucht. Ich habe Richtungsanweisungen hinterlassen, die zu ihr führen. Übrigens, wir müssen uns beeilen, da sich der Weg zu ihr zusehends mit Sand füllt. Sorgt dafür, dass ihr nicht vom Sand begraben werdet und stellt sicher, dass niemand verloren geht. Das hört sich tatsächlich so an, als... Okay, hier geht's garantiert weiter. Ich will schauen, ob bei den anderen Dead Ends sind. Gehen wir erstmal hier rüber. Gehen wir erstmal auf der linken Seite. Ho, das schaut irgendwie so aus, als würde man da bis ins Zentrum des Planeten fallen. So groß wie das ist. Werden wir natürlich nochmal machen, aber... Übrigens, der Durchgang führt zu einem Bereich mit atembarer Luft. Füllt deine Vorratskammer auf, wir wissen nicht, wie tief die Tunnel reichen, und halte dich nicht zu lange auf, da das Gebiet der erbarmungslosen Hitze dieser fremdartigen Sonne ausgesetzt ist. Das hört sich interessant an. Holy shit! Das ist eine Sandlawine. Leck mich am Arsch. Fülle deine Lufttanks auf und kehre schnell zurück. Schaut jetzt nicht so aus, als wäre das großartig. Oh! Ich weiß schon, der Sanduhr-Zwilling hier, Zwillingsasche, nee, der macht hier... Ich meine, wir haben einen Raumanzug an, also sollte es jetzt nicht so schlimm sein. Ich bleibe jetzt hier einfach mal stehen. Zur Not sterben wir halt dadurch. Aber der macht hier diese Schneise um den Planeten rum, indem er da Sand reinfüllt. Und wahrscheinlich, wenn hier das zu viel wird, dann kehrt sich der Osmose-Effekt einfach um. Und der Glutzwilling gibt den Sand wieder an Zwillingsasche ab. Und so ist es wahrscheinlich immer ein Hin und Her. Und die Nomai sind halt genau wie wir jetzt gelandet, als der Vorgang in die, unter Anführungszeichen, richtige Richtung abläuft. Das ist voll nice und ich will wissen, was da unten ist. Aber das sollten wir vielleicht eher mit dem Raumschiff entdecken oder ans anschauen. Okay, erstmal hier links. Immer weitergehen, Freunde. Am Ende der Felspassage. Ja doch, schreibt mal so. Ich war mir kurz nicht sicher. Was? Was? Gibt es nichts Interessantes zu sehen. Die Felsen, die es da gibt, sind zwar interessant, aber ihre Untersuchung muss warten, bis die Zeit weniger dringlich ist. Oh, hier gibt es Quantensignale. Quantenfluktuation. Okay, jetzt bin ich wirklich enttäuscht. Ich dachte, hier gibt es jetzt nämlich hier so Quantensteine. Aber nee. Geh in diesem Tunnel nicht bis zum Ende. Kolleus und ich werden den Schrecken, der an seinem Ende lauert, später näher untersuchen, wenn wir überleben. Wenn es jetzt hier einen Jumpscare gibt... Oh nein, das ist das Anglerfischfossil. Alter, das schaut halt echt. Man kommt aber rein. Ah, wie kommt man da rein? Okay, so kommt man nicht rein. Ich dachte schon, dass... Wisst ihr, was jetzt krass wäre? Aber das wäre jetzt überhaupt, glaube ich, nicht die Art von dem Spiel. Wenn ich dort nach hinten gehe, auf einmal mein Screen von so einem riesigen, gruseligen Bild gefüllt wird und es einen lauten Jumpscare gibt. Das wäre zwar ultra arschig, hätte ich aber nach kurzem Anscheißen total gefeiert. Aber ist schon klar, dass es nicht die Art von dem Spiel ist. Wow. Diese Rettungskapseln sind nicht so ideal irgendwie vom Layout für eine einfache Traversbarkeit. Aber gut, sind ja auch nur Rettungskapseln. Die sollen ja eher Leben retten als irgendwie... Ja.
Was gibt's denn hier? Oh, hier gibt's Stuff auch. Wollen wir jetzt nicht? Au! Am Arsch. Ah, dammit! Scheiß Rettungskapsel. Okay, ich würde sagen, wir füllen noch mal kurz auf. Ach so, das macht das Geräusch. Ich dachte, das hört sich nämlich sehr nach dem Quantenmond an. Wir füllen noch mal kurz komplett auf. Und dann gehen wir den... Oder gehen wir schon den Gang? Ich will ehrlich gesagt wissen, was da oben ist. Aber jetzt ist gerade dunkel. Gut, aber nicht mehr lang. Ah, ich will erstmal wissen, was hier oben ist. Weil das schaut so aus, als wäre das was, was nicht so krass viel wäre. Aber das andere könnte ich mir vorstellen, ist schon ein bisschen was. Oh! Habe ich nicht gesagt, hier der Sanduhr-Zwilling wird irgendwelche Sachen revealen? Leck mich am Arsch, was der revealed. Schaut geil aus. Vor allen Dingen das da oben. Alter, okay. Also hier ist auch wieder so ein zeitlich getimter Stuff. Feuer! Oh, Marshmallow-Rösten. Gut, dass wir hier den Helm absetzen, aber ich glaube, wenn... Welche... Wisst ihr, was ich probieren muss? Ich mache dafür mal Pause, nicht, dass wir irgendwie sterben. Ich muss probieren, hier hinzukommen... Genau über mir mit dem Raumschiff da zu landen, irgendwie auf den Bäumen und dann ohne Raumanzug hier reinzuspringen, ob ich dadurch sterbe oder nicht. Und hier ist ein Codex, das müssen wir uns merken. Chats Forschungsaufzeichnungen, Eigentum von Chat. Oh, stimmt, wir haben hier noch gar nicht nach dem Signal von Chat geschaut. Die Nomai haben hier ganz offensichtlich astronomische Beobachtungen gemacht. Sie haben sich einen hervorragenden Ort ausgesucht. Wofür ist diese große rotierende, ist dieses große rotierende Gerät? Wir haben die, was haben die Nomai beobachtet? Garantiert den Quantenmond oder das Auge. Eins von beiden. Wahrscheinlich eher das Auge, aber... Ich würde postulieren, dass an dem orangefarbenen Symbol auf diesem Gerät irgendwas Besonderes ist. Hal und der neue Astronautenübersetzungsapparat können hier jetzt sicher weiterhelfen. Diesem Gerät. So, was haben denn diesem Gerät? Oh. Oh! Moment, dann nehmen wir das mit. Wir müssen nur aufpassen, weil die Sonne langsam expandiert und ich weiß nicht, wie lange man tatsächlich überleben kann. Ah ja, genau. Ich wollte ja schauen noch kurz. Outer Wilds. Das ist Chert. Der ist genau unter uns, aber aufs Arschlecken genau. Der Planet hat manchmal, wirklich nur gelegentlich, einen Mond. Auch die haben das festgestellt. Nicht nur die Nummer auf dem göttlichen Krater. Ebenfalls bemerkenswert ist, er verschwindet einfach, wenn du nicht zu ihm schaust. Ist das nicht eine faszinierende Orbitalcharakteristik? Das ist das erste Mal, dass ich einen natürlichen Satelliten sehe, der die Fähigkeit hat, einfach zu verschwinden, wenn man nicht hinschaut. Wir sollten ihn untersuchen. Besser noch, wir sollten zu ihm reisen. Wetten wir? Am Ende stellt sich heraus, dass die ganzen Nomai gar nicht einmal hier, gestorben sind oder was, sondern die sind einfach alle, sie waren so von dem Quantenmond fasziniert, dass sie alle dorthin gereist sind und irgendwie der Quantenmond ist dann das Portal zum Auge. Und das Auge, und am Ende können wir auch irgendwie durch Technik, die wir hier finden und so, irgendwie über den Quantenmond hier, diese Reise, die wir schon gesehen haben, die Pilgerreise der Nomai, können wir dadurch auch zum Auge kommen. Das wäre so nice. Und irgendwie glaube ich, dass es darauf hinausläuft. Aber vielleicht liege ich falsch.
Das ist das erste Mal, dass ich dann, besser noch, wir sollten zu ihm reisen. Wir sollten ihn nicht mehr untersuchen, sondern zu ihm reisen. In Anbetracht der Tatsache, dass der Mond sich nicht bewegen will, wenn man ihn anschaut, könnte es sich um eine Form makroskopischer Quantenmechanik handeln. Ich stimme zu. Unser erster Schritt dahin wäre die Entwicklung einer Methode, wie wir diesen Phantommond besser nachverfolgen können, damit wir immer wissen, wo er ist. Ich habe deine Notiz gefunden, Mallory. Du kannst mich auch zu den Bewunderern dieses Mondes zählen. Was wohl passiert, wenn er verschwindet? Ich bezweifle, dass er aufhört zu existieren. Bewegt er sich zu einem anderen Ort? Ja, wir wissen ja schon, dank des Turms der Quantenmechanik, dass es sogar möglich ist, diesen Ort, den Ort des Mondes ständig durch die Technik zu festzustellen. Das nehme ich an. Der Mond taucht nicht nur um den bröckligen Krater herum auf. Ich konnte bestätigen, dass er gelegentlich auch Holzkamin umkreist. Und wir wissen, er umkreist hier die Zwillingsplaneten und wir haben ihn sogar schon um Schwarzdorn gesehen. Ich glaube, er kann alle Planeten umkreisen, außer die Sonne. Und ja, die Sonne ist kein Planet, aber... Und hier, glaube ich, das Weißloch kann er auch nicht umkreisen. So. Schiffslog aktualisiert, das wird sehr interessant werden. Das Ordnungssystem des Quantenmondes ist funktionsfähig. Wir haben Markierungen für alle Orte, zu denen der Mond wandert. Hanona, Buhr, ich habe soeben den Quantenmond im Orbit um Schwarzdorn ausgemacht. Du hast scharfe Augen, meine Freundin. Also bewegt sich dieser Mond zu insgesamt 5 Orten, nicht nur 4. Zwillingsplaneten, Holzkamin, Brücke. Ja, alle fünf. Ich habe eine Markierung für Schwarzdorn hinzugefügt. Ich dachte, das Ortungssystem würde nun alle Orte des Phantommondes aufzeichnen. Doch manchmal kann das Ortungssystem nicht aufspüren, wo sich der Mond gerade befindet. Vielleicht gibt es ein Problem mit dem Gerät? Es ist möglich, dass auch ein 6. Ort in diesem Sternsystem existiert, zu dem der Phantommond reist. 1, 2, 3, 4, 5. Also entweder das Weißloch, oder er reist nicht so etwas in diesem Sternensystem. Dort hinten, seht ihr das? Genau an der oberen Ecke des Bildschirms, dieses Flackern da wieder. Ich glaube, das könnte das Auge sein. Und ich glaube, das Auge ist der 6. Ort, wo der Quantenmond hinreist. Tja, ja. Das ist das Ortungssystem. Oh. Und jetzt ist der Quantenmond bei Schwarzdorn. Und wenn ich nicht hinschaue, geht er hier zum Untiefen der Riesen. Ich sehe nur, das gehört auch nicht. Ah, doch, dort! Alter, das ist so faszinierend. Jetzt ist er schon wieder woanders. Schon wieder bei Schwarzdorn. Ja, da habe ich ihn gerade auch kurz gesehen, aber ich... Ich glaube, das bedeutet, er umkreist uns. Ja, muss so sein. Das ist sau faszinierend, dieses Ortungssystem. Sau geil. Okay, jetzt bin ich aber auch noch gespannt, was das ist. Okay, wir werden nächstes Mal in die Höhlen gehen. Bäume entdeckt, ja, okay. Ne, wir können einfach easygoing hier drauf landen und dann hier schauen, ob man dann stirbt. Das Problem ist, man kann halt da nicht so gut erkennen. Okay, ich glaube, wir gehen zurück zum Schiff. Oh, und jetzt spielt er komplett verrückt. Alter!
Okay, also Zwillingsasche gibt sehr viel Preis. Und wahrscheinlich können wir jetzt gar nicht mehr in die Höhlen gehen. Aua. Weil schon zu viel Zeit vergangen ist. Aber gut, dann werden wir jetzt meine Theorie testen. Ah, Moment. Kurz vorher das Schiff nochmal zur Reparatur verlassen. Hä? Hier ist gar nichts beschädigt. Betrug. Sauerstofftank, obere Hülle. Oh, obere Hülle? Die werden wahrscheinlich... Oh. Altmann, nee. Sauerstofftank, obere Hülle. Obere Hülle. Ah, hier. Scheiße, wie reparieren wir den? Wir müssen es da irgendwie draufstellen, aber das ist so rutschig. Bitte sag, das resettet. Nee, das resettet nicht. Fast. Dammit. Alter, Sauerstofftank reparieren ist echt eine Heidenarbeit. Na, oh ja, stimmt. Nee, das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Ich wollte diesen hier machen. Apropos Sonne. Sonne wird langsam zu einem Problem. Aber das ist natürlich auch nice. Was passiert, wenn die Sonne so krass wird? Und eine Frage, verbrennen wir dann hier? Das könnte halt auch noch sein, dass wir zwar vom Sauerstoff her überleben würden, aber wir verbrennen halt einfach. Schauen wir einfach mal, was passiert. Wir kommen, können ja wieder kommen. Ich habe gerade irgendwie das ein Brutzeln gehört. Also wir sterben definitiv nicht vom Sauerstoffmangel, aber ich will jetzt wissen, ob wir verbrennen. Wir sterben hier garantiert nicht vom Sauerstoffmangel. Höchstens davon, dass die Sonne uns verbrennt. Oder vielleicht waren die Nomai einfach relativ anfällig für Hitze. Kann auch sein. Wobei es halt auch ein Unterschied, ob du jetzt hier 5 Minuten stehst oder dein halbes Leben hier draußen verbringst. Ich dachte schon, dass der Quantenmond umkreist doch die Sonne, aber das Holzkamin. Nee, okay. Also es schaut nicht so aus, als würde man instant oder relativ schnell verbrennen. Wahrscheinlich kann man gar nicht verbrennen. Also ich schätze mal nicht, dass man erst nach 10 Minuten verbrennen würde oder so. Weil das würde als Spielmechanik nicht so wirklich viel Sinn ergeben, Alter. Alter, what the fuck? Ah, okay. Oh, hier ist auf der anderen Seite auch noch was ganz anderes. Hier die... Oh, die Rettungskapsel ist mit Sand voll jetzt. Oh ja, das heißt, man muss sich echt sputen. Aber das können wir hier noch entdecken. Vielleicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir das noch... Muss kurz sicher gehen, dass wir einen Anzug tragen. Also ich glaube, so allzu lange sollten wir nicht mehr hier bleiben. Oh, hier ist auch so ein Teil, genau wie auf... Das ist das Pendant zu was auf Zwillingsasche ist. Oder hat Zwillingsasche das zu uns abgegeben? Könnte auch sein. Oh, shit. Ich mochte übrigens noch schauen, ob man den Sand traversen kann.
Das können wir hier am besten gleich testen, oder ob wir instant sterben. Ne, man kann den Sand wirklich traversen. Oh, wisst ihr, was wir probieren könnten? Das ist zwar relativ sicher unser Tod, aber... Es wird unser Tod sein, aber ich will es wissen. Alter, man kann überleben, dass ein Planet einem eine Sandfontäne auf den Kopf kotzt. Oh no, ich glaube, wenn wir jetzt zu unsanft aufsetzen, war's das. Okay, kurz heilen. So, wir bleiben jetzt einfach nochmal hier, würde ich sagen, bis wir tatsächlich durch die Sonne sterben. Weil so nahe waren wir der Sonne... Also, stimmt nicht. Aber zum Beispiel... Oh. Hier die Sonnenstation und der Eindringling sind längst geswallowed. Der Eindringling müsste jedes... Vor ein paar Sekunden... Oh ne, der Eindringling ist sogar noch da. Oh, ich bin gespannt, was passiert, wenn man im Eindringling ist. Wenn... Wobei, wahrscheinlich wird es dieselbe Animation sein. Nehme ich jetzt mal stark an. Man kann wahrscheinlich nur von der Weißlochstation aus hier hinkommen. Oh, tötet uns die Sonne hier gar nicht? Die Musik geht schon los. Und ich glaube, wenn die Musik losgeht, wird die Sonne nicht mehr wirklich größer. The fuck? Oh, und der Sand, hier, der Zwillingsasche ist inzwischen komplett... Oh, jetzt umgibt denn so eine Art Aura? What the fuck? Alter, schaut das an. Alter, what the fuck einfach nur. Hier gibt es eine Art gigantische Aura. Oh, ich glaube, man kann tatsächlich von einem zum anderen fliegen. Alter, schaut das gerade geil aus. Holy fuck. Okay, ich glaube, so nah waren wir dem hier noch nie. Ich werde mal ganz kurz und schnell versuchen, den Planeten zu umkreisen, weil ich das mal aus nächster Nähe sehen will. Alter, es schaut halt... Alter! Okay, also wenn ich jemals die Chance habe, so zu sterben, will ich so sterben. Weil das, holy fuck, das war gerade... Wenn das kein Gänsehautmoment war, dann weiß ich auch nicht, was ein Gänsehautmoment ist. Aber das war jetzt mal auf jeden Fall unser erster Einblick hier zum Glutzwilling. Also wahrscheinlich wird der Glutzwilling wieder so lange dauern wie der bröckelige Krater. Wobei... Ich glaube nicht, dass der Glutzwilling allein. Ich glaube, beide zusammen werden wahrscheinlich... Weil ich meine, wir haben 4 oder 5 Gebäude auf jeden. Und, oh gut, und wir hatten 4 oder 5... Wobei, wir hatten mehr. Wir hatten noch die ganze hängende Stadt und alles. Ah. Aber da ich heute leider auch nicht so viel Zeit habe, wieder eine 45-Minuten-Folge zu bringen, wird jetzt erstmal genügen müssen, dass wir unsere Erkenntnisse von heute nochmal hier im Schiffslog uns anschauen. Der Gerüchtemodus finde ich irgendwie viel... Finde ich irgendwie viel geiler als den Kartenmodus. Der Kartenmodus ist so... Meh. Aber hier der Gerüchtemodus ist nice. So.
Anglerfischfossil. Ich habe eine Höhle mit einem Anglerfischfossil darin gefunden, aber die Öffnung ist gerade mal groß genug für meinen Scout. Wir werden noch eine Anglerfische, in dem sie ein Anglerfisch. Okay, da die das untersucht haben, werden wir das sicher irgendwie, werden wir sicher irgendwie hinkommen. Die sonnenlose Stadt. Die Nomai überleben, die auf dem Glutzwilling abgestürzt. Die Nomai-Überlebenden, die auf dem Glutzwilling abgestürzt waren, beschlossen, in den Höhlen und ihren abgestürzten Rettungskapsel Zuflucht zu suchen. Die Nomai entdeckten am Ende einer Passage unter der Rettungskapsel eine vielversprechende, dauerhafte Zuflucht. Ich habe eine Wegmarkierung zur sonnenlosen Stadt gefunden, aber der Pfad ist versperrt. Ja, das war der Pfad, den wir letztes Mal oder vor 2-3 Parts gefunden haben. Der von heute, der ist cool. Und was Projekt Zwillingsasche ist, müssen wir auch noch rausfinden. War hier nicht noch irgendwas? Ah, ne, das Kaminerdorf. Untiefen der Riesen. Ne, wer ist nun mal... Warum steht hier denn nicht Shared? Wolbergs... Rettungskapsel... Rettungskapsel 1, Rettungskapsel. Wo ist Rettungskapsel 2? Hier. Okay. Anglerfisch. Ne, wo zur Hölle ist denn nochmal. Hier Chert, der auch dorthin geflogen ist. Haben wir zu dem noch gar keinen Eintrag? Ich dachte, wir haben zu jedem, die wir finden müssen, einen Eintrag schon. Naja, gut. Nördlicher Gletscher. Hä? Ah, ne, okay. Ortungssystem. Hier, das hier ist jetzt interessant. Ortungssystem. Ein Gerät der Nomai, mit dem der Standort des Quantenmondes verfolgt werden kann. Die Nomai stellten die Hypothese auf, dass der Quantenmond eine Form der makroskopischen Quantenmechanik sein könnte. Der Quantummond bewegt sich zu insgesamt 5 Orten. Zu jedem Planeten in dem Sonnensystem. Logischerweise. Der 6. Ort. Der Quantenmond verschwindet manchmal, möglicherweise an einen unbekannten, 6. Ort. Viele Nomai gingen auf die Pilgerreise, auf der sie der Quantenmond zu seinem 6. und geheimsten Ort brachte. Das ist der 6. Ort. Das habe ich beim ersten Mal gar nicht verstanden, das habe ich jetzt erst so wirklich gecheckt. Um den 6. Ort zu erkunden, muss man den Schrein an seinem Nordpol befinden. Das heißt, für jedes Mal, wo der verschwunden ist, wo die das hier vom, also hier, vom Glutzwilling beobachtet haben, dass er verschwindet, ist ein Nomai vom bröckligen Krater wahrscheinlich, oder von Kamina, oder wo, von wo auch immer, dorthin gereist und dann zum Nordpol dort. Das ist ja echt nice. Wenn das so ist, vielleicht ist es auch ein bisschen anders. Quantenmond. Die Nomai auf dem Glutzwilling beobachten einen Mond, der verschwand, wenn niemand hinsah. Also hier von der Reihenfolge her, zumindest von dem Eintrag, ist es wahrscheinlich wirklich besser gewesen, zuerst auf dem bröckligen Krater zu landen. Ich schätze mal, so ist es auch gedacht, dass man erstmal Holzkaminer, dann wahrscheinlich den bröckligen Krater, dann hier die Zwillingsplaneten... Dann Untiefen und am Schluss Schwarzdorn. Und den Eindringling und die Sonnenstation macht man so, wenn man halt gerade Bock drauf hat. Weil da war ja nicht so wirklich krasse Information. Also der Eindringling war hauptsächlich hier der Ursprung der Geistermaterie und hier, was war das andere? Scheiße. Die Sonnenstation war mehr die Erklärung, warum und wie und dass die schon wussten, dass die hier Explosion stattfindet. Ich stelle mir vor, ultra komisch wird das für einen sein, wenn man aus irgendwelchen Gründen es schafft, direkt nachdem man die Startcodes hat, instant zur Sonne zu fliegen, dort aber die Sonnenstation entdeckt, denkt, okay, da gehe ich mal rein, es schafft First Try, wie wir es ja auch geschafft haben aus Luck, und dann dort alles schaut und sich denkt, okay, Supernova, what the fuck? Und dann lässt man Zeit bis zum Ende der Sonne, what the fuck? Und dann erst stirbt man zum ersten Mal durch die Supernova. Das muss echt krass sein. Aber ich würde sagen, wie gesagt, heute habe ich nicht so wahnsinnig viel Zeit, deswegen, wir haben hier alle Erkenntnisse uns angeschaut, die wir heute gemacht haben. Nächstes Mal werden wir uns dann diese
Stadt anschauen. Wahrscheinlich noch einige andere Sachen auf dem Glutzwilling, die mich sidetracken werden. Aber bis dahin würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Outer Wilds. Und bis dahin sage ich, tschüss, Leute.